Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es da wieder News zum Live-Event. Dazu kommen wir gleich. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der News. Und da oben steht ja zwar, dass das Live-Event in 2 Tagen und 1 Stunde stattfinden soll. Allerdings hat Epic Games vor 1 Stunde oder so einen kleinen Blogpost rausgehauen und darin steht eben halt, dass sie das Ganze nochmal verlängern wollen und zwar beginnt dann die neue Season am 11. Juni, das heißt einfach eine Woche später. Ursprünglich sollte die ja am 4. Juni beginnen und jetzt eben einfach eine Woche später. Dementsprechend ist das Live-Event natürlich auch eine Woche später, das heißt am 6. Juni um 20 Uhr an meinem Geburtstag. Auch ganz nice. Das Ganze liegt einfach daran und dazu hatte, glaube ich, Donald Mustard, also der Creative Director von Epic Games, gepostet, dass eben halt alle von zu Hause arbeiten und von zu Hause ist es manchmal schwieriger, man ist unproduktiver von zu Hause. Wenn man Kinder hat, kann man natürlich nicht so gut arbeiten, weil die einen ablenken. Wenn das Internet zu Hause nicht so gut ist, kann man von dort aus auch nicht ganz so gut arbeiten. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, ein Live-Event zusammen zu testen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und deshalb wurde ja wahrscheinlich überhaupt schon die Season bis zum 4. Juni verlängert und jetzt eben halt nochmal eine Woche mehr. Ich hoffe, dass es dann wirklich funktioniert, aber man muss dafür wirklich Verständnis haben. Viele Filme wurden dieses Jahr schon um ein halbes Jahr verschoben und so, was auf jeden Fall ganz schön krass ist, aber auf jeden Fall denke ich mal, sollte eine Woche schon noch verkraftbar sein. Ist jetzt zwar schade, dass wir es eben halt dann nicht schon diesen Samstag bekommen, weil es eben halt wirklich nice ist, wenn man sich vorstellt, einfach noch 2 Tage bis zum Live-Event und wir warten ja schon seit 8 Monaten oder so darauf. Seitdem kam ja kein richtiges Live-Event mehr, also kein richtiges Story-relevantes Live-Event. Es kamen ja nur Konzerte und das Star Wars Live-Event und selbst das ist insgesamt nicht viel, auch wenn die natürlich nice waren. Aber jetzt kommt eben mal das erste große Live-Event. Wäre aber genauso kacke, würden die das jetzt eben halt diesen Samstag stattfinden lassen und würde dann irgendetwas nicht klappen, dann wären alle, glaube ich, noch enttäuschter. Und so ist, glaube ich, für alle auf jeden Fall besser. Man hat natürlich in der Zeit nochmal mehr Zeit, um alle Goldziele freizuschalten, was, denke ich mal, auch ganz nice ist. Und ja, ansonsten gibt es dazu nichts weiteres mehr. Allerdings gibt es noch eine kleine Sache, die ich euch jetzt in diesem Video noch benachrichtigen will, und zwar wisst ihr ja, dass jede Woche immer kostenlose Spiele im Epic Games Store sind. Diese Woche ist es tatsächlich Borderlands in der Handsome Collection. Statt 60 Euro kann man sich das auf jeden Fall gratis holen. Zurzeit sind ja generell immer etwas größere Spiele, die sonst eben halt entweder 60 Euro kosten oder eben halt extrem beliebt sind, wie zum Beispiel GTA letzte Woche. Das Spiel hätte auch 60 Euro gekostet. Ist immer ganz nice, wenn man sich die Spiele dann kostenlos holen kann. Ich glaube, das ist hier Borderlands 2. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Auf jeden Fall kann man sich das gut und gerne mal holen. Und lohnt sich ja immer, wenn man es sich zumindest aufs Konto holt, dann kann man ziemlich notfalls irgendwann immer zwischendurch noch spielen. Ich meine, ich habe so viele Spiele hier. Ja, wenn man mal Lust hat auf etwas anderes, kann man das zwischendurch auch spielen. Und ich denke mal, das ist doch auf jeden Fall ganz nice. So viel auf jeden Fall zu den ganzen News. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video natürlich gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao.